Hallo und willkommen in der Technik-Videowelt. Wir haben hier das Samsung Galaxy S24 und wollen euch heute mal zeigen, wie ihr eigene Anrufe so tätigen könnt, dass euer Anrufpartner nicht sieht, wer da anruft. Das heißt, ihr unterdrückt eure eigene Anrufer-ID. Das ist ein ganz heikles Thema, passt da gut auf und denkt auch dran, das Ganze wieder umzuschalten. Wir gehen davon aus, dass ihr was Positives im Schilde führt, dass ihr jemandem zum Geburtstag gratulieren wollt oder wie auch immer und es dafür anwenden wollt, denn um damit Streiche zu spielen, da passt auf, wenn ihr da den falschen Kandidaten die Daten am Telefon habt, der kann euch mit einer Trillerpfeife oder so, da gibt es verschiedene Sachen, die die Leute machen, euch so einen richtigen Hörsturz verpassen. Also schön vorsichtig sein mit dieser Geschichte, aber jemanden zum Geburtstag überraschen, das ist natürlich drin und deswegen zeigen wir euch am Galaxy S24, wie ihr eure eigene Nummer unterdrücken könnt. Viel Spaß dabei! Ja, wir schauen uns an, wie wir unsere Nummer unterdrücken können beim Galaxy S24. Es ist ein strittiges Thema, ein sehr unbeliebtes dazu. Wenn ihr allerdings Gutes im Schilde führt und sagt, ich möchte einem alten Kumpel von mir zum Geburtstag gratulieren und möchte nicht, dass er im Vorfeld sieht, wer da anruft, dann könnt ihr das natürlich so einstellen, dass ihr mit unterdrückter Nummer anruft und er das eben nicht sieht. Ihr müsst aber eben auch darauf gefasst sein, dass immer mehr Leute solche Anrufe generell blockieren, beziehungsweise, so habe ich es auch gemacht, dass ich bei meinem Telefonanbieter erwirkt habe, dass generell Anrufe, die mit unterdrückter Nummer ankommen, gar nicht bei mir durchkommen. Also das könnt ihr auch machen. Ist für meinen Geschmack auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe überhaupt kein Interesse, mit irgendjemandem zu telefonieren, der seine Nummer unterdrückt. Der soll gefälligst seine Nummer anzeigen. Ich halte das persönlich für ein Unding, aber muss jeder selber wissen und ich zeige euch hier zumindest, wie es funktioniert, wenn ihr es denn mal, wie gesagt, hoffentlich im Guten probieren wollt. Also, ihr müsst dazu, also erstmal wollte ich euch zeigen, wie es generell aussieht. Ich werde jetzt hier mich auf dem Privathandy einfach mal anrufen. Das schiebe ich hier unten mal eben so hin und jetzt rufe ich mich eben einmal an. Dann seht ihr, wie es ganz normal aussieht, wenn ich anrufe und zwar so. Ihr seht hier unten, How to Buddies ruft an und mein Handy klingelt und alles funktioniert. So, und jetzt wollen wir uns eben angucken, wie wir das Ganze unterdrücken können. Dazu müsst ihr beim Samsung Galaxy S24 nicht in die Einstellungen, sondern in die Telefon-App und da dann in die Einstellungen. Das ist hier so eine Ausnahme. Normalerweise alles, was wir hier so zeigen und vorführen, geht ja über die Einstellungen, über die Einstellungen-App. Hier ist es so, dass wir das Ganze eben in der Telefon-App einstellen. Und dann habt ihr hier oben in der Telefon-App diese drei Punkte. Beziehungsweise sind es bei mir vier, weil hier irgendwas Neues ist. Live-Übersetzung, okay. Das mir über diesen orangen Punkt zusätzlich angezeigt wird. Normalerweise habt ihr halt dann dieses Burger-Menü, in Anführungszeichen, diese drei Punkte. Da geht ihr hin und scrollt hier einmal nach unten und dann müsst ihr einmal auf die Zusatzdienste gehen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es bei allen Netzanbietern gleich ist oder ob sich hier irgendwo etwas anpasst, abhängig vom Netzanbieter. Ich habe schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, bei mir sieht das ganz anders aus. Ich hoffe, dass es hier jetzt ungefähr so ähnlich ist, der Weg bei euch, wo wir unsere Anrufer-ID verbergen. Das ist dann nämlich hier unter den Zusatzdiensten. Und hier sehe ich schon deine Anrufer-ID anzeigen. Wir haben da in unserem Fall immer. Aber wenn ihr da drauf tippt, könnt ihr eben sagen, wir wollen den Netzstandard. Das heißt, ihr macht es vom Netzanbieter abhängig. Ihr sagt nie oder eben immer. Mit immer übergeht ihr natürlich das Vorhergesehene von eurem Netzanbieter. So, jetzt zeige ich meine Rufnummer nie an. Das heißt, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich lege mein Handy hier mal wieder hin. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt wieder anrufe. Ihr gewünschter Gesprächspartner nimmt keine Anrufe entgegen, bei denen die Rufnummer unterdrückt wird. Um Ihren Gesprächspartner erreichen zu können, aktivieren Sie bitte die Übertragung Ihrer Rufnummer und versuchen es erneut. Vielen Dank. The person you... Gut, also ihr habt gesehen, ich habe es versucht, aber dadurch, dass ich bei meinem privaten Telefon das so eingestellt habe, wie ich gesagt habe, dass das von meinem Netzanbieter schon unterdrückt wird, das habt ihr ja gerade gehört, ich habe hier den Lautsprecher angemacht, wenn ich versuche mich anzurufen mit unterdrückter Nummer, dann sehen wir eben, dass wir da gar nicht durchkommen und das bleibt bei mir auch auf jeden Fall alles so eingestellt. Ich bin da kein Fan von solchen Anrufen und ja, nochmal, es ist euch überlassen, wie ihr damit umgeht. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wo ihr es einstellen könnt. Wenn wir es jetzt wieder rückgängig machen wollen, ist der Weg natürlich der gleiche. Ihr geht wieder über die Telefon-App, wieder über eure drei Punkte hier oben, Einstellungen, wieder nach unten scrollen und zum Punkt Zusatzdienste und dann Anrufer-ID anzeigen und da sage ich jetzt wieder Netzstandard und fertig. Jetzt ist es wieder so, dass meine Nummer angezeigt wird, entsprechend der Vorgaben des Netzanbieters, aber das ist im Prinzip ungefähr so wie immer, kann man grob sagen. Und wenn ihr eben jemanden nicht erreicht über diese Methode, wie ich es euch gerade gezeigt habe, nämlich dass ihr eure Nummer unterdrückt, dann solltet ihr dran denken, das Ganze wieder umzuschalten. Er hat es ja auch gerade am Telefon gesagt.
dass wir daran denken sollen, dass wir dann unsere Rufnummer-ID wieder senden sollen. Dann haben wir eventuell auch die Möglichkeit, durchzukommen. Das heißt, wenn ihr jetzt, wie eben im Beispiel gesagt, irgendjemandem zum Geburtstag gratulieren wollt und das klappt auf diese Art und Weise nicht, tja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Derjenige ist schlau und unterbindet diese Anrufe bei sich auf dem Handy. Ihr solltet das natürlich auch machen. Das zeigen wir euch auch noch, wie das geht. Und ja, dann ruft eben auf dem herkömmlichen Wege an. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie es gehen kann. Ich hoffe, das Ganze war insofern hilfreich für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Galaxy S24 und ich hoffe, dass wir uns hier im nächsten Tutorial wiedersehen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben für uns da, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns bis dahin. Tschüss!